Hey meine Beste draußen, ich bin's Jan von Buddies United und endlich habe ich hier das Starter Pack vor mir liegen, der brandneuen Panini Adrenalin WM Karten. Also endlich habe ich, sage ich mal, Zeit gefunden und das, ich habe endlich die Möglichkeit, das euch zu präsentieren. Ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen aushalten. Am Freitag war der Erstverkaufstag bereits. Und ein Video ist von mir ja schon auf den Kanal gekommen. Das habt ihr sicherlich auch alle schon gesehen. Und heute habe ich das Starter Pack für euch. Falls ihr ein komplettes Display Opening haben wollt, also da hinten habe ich ein paar Produkte hier aufgestellt. Wenn ihr ein komplettes Display Opening am Donnerstag sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schaffen wir die 100 Likes bis Donnerstag? Würde mich auf jeden Fall freuen. Morgen öffne ich dann noch die Mini-Tin, also darauf könnt ihr euch freuen. Jeweils um 18 Uhr, also 18 Uhr Mittwoch und Donnerstag. Und heute haben wir jetzt erstmal das Starter-Pack. Vielen Dank natürlich auch Panini, die uns das zur Verfügung gestellt haben. Der Link zum Online-Store ist in der Videobeschreibung. Ich würde euch wirklich euch empfehlen, den abzuchecken, denn dort findet ihr Displays für weniger als, sag ich mal, den Original. Also weniger als die UVP. Und ihr findet Bundles, zum Beispiel beim Display oder bei der Combo Display plus Starter Pack. Also falls ihr noch gar keine Karten habt oder falls ihr noch kein Starter Pack habt, bekommt ihr 4 Limited Edition Karten dazu. Unter anderem Werner und Lionel Messi und 2 andere, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Und der Link zum Panini Shop ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Genauso wie der Code für das Online-Spiel. Also wenn ihr das Online-Spiel spielt oder entweder also im Webbrowser oder in der App, gebt diesen Code ein und ihr bekommt 100 Hotness-Punkte einfach geschenkt sozusagen, und ihr unterstützt uns gleichzeitig. Aber jetzt will ich gleich mal anfangen. Das Ganze kostet 8,95 €, also wie man es gewohnt ist. Sammelordner plus Gameplot, 4 Päckchen, eine Limited Edition Karte und eine Special Karte. Hier auf dem Cover sehen wir die ganzen Stars. Kukurin von Russland, vom Gastgeber Lewandowski. Isco, es ist doch Isco. Als ich euch das Infovideo gemacht habe, wo ich auch schon das Cover euch gezeigt habe, da war ich mir nicht sicher. Da dachte ich sogar, das wäre David Silva. Also ich hatte zwar sehr, sehr kleines Bild, sehr, sehr verpixelt. Aber es ist auf jeden Fall Isco. Dann Mbappé, Neymar, Messi, Ronaldo und Toni Kroos. Ich feiere richtig, dass die Toni Kroos hier ganz unten so ganz im Vordergrund gemacht hat. Natürlich als amtierender Weltmeister. Richtig nice. Und hier nochmal ein Limi. Von hinten sieht das Ganze so aus. Da haben wir hier 24 Karten, Sammelordner, eine Limi. Also sie zeigen noch nicht, wer hier drin ist. Und noch eine Special-Karte, die nicht unbedingt der Rare ist, sondern irgendeine plus ein Gameboard. Hier steht nochmal der Preis. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal. Ich bin auch gespannt, das endlich in den Händen zu haben, weil die WM- und EM-Serien sind nun mal, sage ich mal, die geilsten Serien. Das ist nun mal so, es sind riesen Sport-Events und die WM steht eigentlich sogar nochmal über der EM. Deswegen richtig nice. Die Kartenpäckchen legen erstmal zur Seite. Da haben wir das Gameboard, wieder mit den gleichen Stars drauf. Gameboard. Ganz simpel hier die verschiedenen Formationen, die man haben kann. Richtig nice. Hier haben die auch ein paar auch geschrieben, welche Teams sozusagen Erfolg mit diesen Formationen hatten. Hier zum Beispiel Deutschland 1990 im WM-Finale haben sie mit der Formation die WM gewonnen. Dann hier ein paar anderen nochmal Deutschland. Also besonders die Deutschland, Argentinien, Brasilien, Frankreich, Italien. Ja, also, und hier sagen wir nochmal Ding, also der Link zum Online-Shop, zum Online-Spiel ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich kann euch versprechen, wir werden viele, viele Pack-Openings machen. Und ich werde versuchen, immer, besonders auch von den guten Karten und so, wie ich es in der Vergangenheit auch schon gemacht habe, immer mal die Codes zu zeigen, damit ihr die noch verwenden könnt. Also hier das Album fühlt sich auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr gut an. Also hier der erste Eindruck, sehr, sehr stabil, sehr, sehr dick, gefällt mir gut. Dann haben wir hier vorne ein Cover und die Spielregeln, wie es aussieht.
Und hinten ist dann anscheinend wieder das Sammelmagazin. Das ist, was ich bei Panini auch richtig feiere im Vergleich zu anderen Sammlungen, also anderen Herstellern, anderen Sammlungen, dass sie hier so fettes Sammlermagazin immer reinpacken. Und ich denke, für den Preis, für die 9 Euro, die bekommt man schon vieles. Man bekommt einige Päckchen und auch einige anderen Sachen. Hier sind ein paar Bilder nochmal. Hier Topmaster, davon habe ich hier bereits eine gezogen. Der Link dazu findet ihr auch oben. Findet ihr in der Infokarte das Video. Hier, nice. Ein paar Karten. Hier das Thema. Dann, warte. 32 Seiten, Leute. 32 Seiten hat es. Also Respekt an Panini, richtig stark. Aber es gab es, glaube ich, bei FIFA 365 gab es das, aber da war es auf jeden Fall nicht so dick. Aber bei der EM, glaube ich, hatten die es auch schon. Und hier, kleine Seitenangabe, also richtiges Magazin. Da kann man hier bei MyPanini auch seine eigene Karte erstellen. Ich glaube, ich mache das auf jeden Fall. Bin gespannt, wie die aussehen. Und dann hier wieder ein paar Karten, kleines Vorwort, was für Karten es alles gibt und so. Dann sind die verschiedenen Kartentypen hier erklärt, hier die Bedeutung der Sachen auf der Karte sind erklärt und dann die verschiedenen Kartentypen und auch nochmal, wie das Spiel funktioniert, falls man das Spiel nicht kennt, falls man nicht weiß, wie man damit spielt. Dann hat man hier verschiedene Spiele, sogar Grand Total, Tiki-Taka, Spielkontrolle und Spiellevel. Also verschiedene Spiellevel gibt es anscheinend, keine Ahnung. Also es sind, glaube ich, alternative Spiele. Zumindest hier dieses Tiki-Taka und so. Dann haben wir hier einmal die Teammate-Karten, 360 Stück. Unter anderem Paulo Dybala, Fabian Scher, Ex-Hoffenheimer. Dann hat man hier die Fans-Favorite-Karten, 40 Stück davon. Teilweise auch mehrere pro Team. Und das ist auch nice. Hier zeigen die besten, sozusagen besten Karten pro Kategorie. Top-Verteidigungswert als Fans-Favorite hat Miranda, 91 für Brasilien. Modric, Top-Spielmacherwert. Mané, Top-Angriffswert. Und beste Gesamtwert, Fellaini. Okay. Dann hat man ja noch Power-4-Karten. Das sind Viererkettenkarten. Davon gibt es nur 5 Stück. Unter anderem Deutschland. Deutschland nicht die beste. Hinter Spanien und Brasilien, okay, ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Wobei, ich glaube, bei der Viererkettenkarte haben die nicht mal Boateng reingemacht, also. Ja, dann die besten Goldstopper-Karten. Neuer, natürlich der beste, 96 vor Courtois und De Gea, wobei ich persönlich finde, De Gea ist im Moment besser als Courtois. Wobei beide so richtig starke Torhüter sind, Neuer auch natürlich. Ich hoffe, Neuer ist bis dahin gesund, bis zur WM. Dann hat man noch Rising Stars, das sind junge Spieler, davon gibt es auch 18 Stück. Beste ist Davinson Sanchez von Kolumbien, den haben wir, glaube ich, sogar schon gezogen, den Mann von Tottenham. Dann Marco Asensio natürlich auch richtig stark von Real. Dann Mbappé hat den besten Angriffswert und auch den Gesamtwert. Hier sehen so aus, hier Gabriel Jesus, Tielemans, also da gibt es einige gute Spieler, die die nächsten Jahre auch noch richtige Stars, große Stars werden können. Double Trouble Karten, da sind so zwei Spieler immer auf einer Karte, so Duos halt drauf, so unter anderem Messi, Aguero, Sturridge und Kane und so. Das Beste ist von Kroatien, das sind, glaube ich, Rakitic und Modric, richtig stark. Hier geht es immer um den Gesamtwert, dann Argentinien und Uruguay. Ah, hier ist sogar Rakitic und Modric. Dann gibt es Icon-Karten, 3 Stück, Iniesta, Ronaldo und Suarez. Die habe ich ja auch schon mal auf der Instagram-Story gepostet, richtig nice. Also es gibt nicht nur eine Kategorie von Special-Karten, die so sehr, sehr besonders sind, sondern halt die Icons auch noch, die es, glaube ich, relativ oft sogar gibt. Also es gibt nur 3 Stück, aber die gibt es, glaube ich, sogar öfter als zumindest die Rare-Karten. Dann Game-Changer-Karten gibt es einige, das ist der beste Antoine Griezmann. Dann Top-Master-Karten, das sind die, die wir unbedingt bekommen wollen. Messi, Neymar, Pogba, Lewandowski und Thomas Müller, jeweils mit 100, 100, 100. Also die sind alle gleich, es gibt keinen, der Beste ist oder so. Und Ronaldo habt ihr also als Icon gesehen, deswegen es gibt eigentlich 8 von diesen Top. Hier, die haben auch alle 100, halt bei einem Wert nur, und die haben 100 bei allen Werten. Ja, finde ich nice auf jeden Fall für Bayern-Fans natürlich mit Müller und Lewandowski. Dann Pogba natürlich auch nice, Neymar und Messi, also
Das sind schon alles richtig krasse Karten, richtig krasse Spiele auch. Und da gibt es eine Invincible-Karte, wie man es jetzt von den internationalen Ligaserien von Panini Adrenalin, also Spanien, Italien, Frankreich und Portugal und so, ist man es schon mal gewohnt, falls ihr unsere Videos zu den Serien schon gesehen habt, besonders der italienischen Serie. Ihr wisst, wovon ich rede. Und aber natürlich FIFA 365 gab es die auch, glaube ich, zum ersten Mal für eine Serie in Deutschland. Und das ist richtig nice. Hier die Spieler, ich wusste das zumindest mal. Also auf jeden Fall ist De Gea dabei als Torhüter, Hummels als Verteidiger und dann glaube ich Messi, Ronaldo, Neymar. So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die ist halt besonders nice und besonders selten. Dann halt die App. Ein paar Limis gibt es natürlich auch einige, 45 Stück, soweit ich weiß, in Deutschland. Die ganze Liste findet ihr auch nochmal auf der Website von Panini und auch bei uns auf Instagram. Dann gibt es noch Premium-Tüten, Tin-Boxen und Premium-Gold-Boxen. Also die kleine Tin-Box, die werde ich morgen öffnen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Die große, die kommt, glaube ich, ja hier steht 7. März. Premium-Tüten kommen am 23. März und Premium-Gold ab 14. März. Okay, also die kommen noch erst raus. Und dann natürlich auch auf unserem Kanal, dann hier noch ein Spielplan, finde ich auch nice, dass es dabei ist. Hier die Gruppen und dann der Spielplan. Und dann noch zu jedem Team steht hier ein bisschen, gibt es hier ein paar Infos. Immer nach Gruppen sortiert, schauen wir uns Deutschland an. Beste Teammate-Karte hat Thomas Müller, also Thomas Müller ist hier als Star erkoren. Wobei, ich weiß nicht, wo danach es geht. Bester Teammate, ob die sagen, bester, dass die beste Teammate-Karte ist, weil, na, vielleicht Gesamtwert. Weil so stark finde ich den jetzt nicht, 84, da gibt es bestimmt bessere. Aber naja, und dann gibt es hier, welche Special-Karten es gibt. Fans-Favorite, 2 Stück, eine Power-4-Karte, Goldstopper-Karte, Rising Star, Double Trouble, keine Icon-Karte, keine Game-Changer-Karte, aber dafür einen Top-Master, auch wieder Thomas Müller. Und so steht es hier für jeden, ja, jedes Land. Und dann hat man hier noch die Checkliste mit allen Teams. Hier die ganzen Teammate-Karten. Deutschland hat man hier natürlich alle mit dabei. Und ja, und dann hier noch die ganzen Special-Karten nochmal aufgelistet. Und das war's auch schon mit dem Sammlermagazin. Richtig nice, finde ich gut. Und das Album schauen wir uns auch nochmal an. Ich bin gespannt auf jeden Fall auf die Qualität der Folien hier, der Seiten. Die fühlen sich sehr, sehr gut an. Also, es gab leider in den vergangenen paar, ein, zwei Jahren von, bei verschiedenen Serien Alben, die ich nicht so geil fand von der Qualität der, von den Seiten und so. Aber hier, das sieht gut aus. Und, was ich jetzt erst sehe, die Seiten sind nummeriert, beziehungsweise es gibt eine Nummerierung für die Karten und sieht so aus immer hier auf der einen Seite. Wobei, wenn ich das anschaue, also anscheinend, sehe ich das hier richtig? A10 bis 18, nee. Also anscheinend ist vorgesehen, dass man immer einseitig, sage ich mal, einsortiert, so wie das aussieht. Also hier ist 1 bis 9, dann ist 10 bis 18. Was ich ein bisschen nicht finde, ich jetzt nicht schlecht. Also dadurch ist es wahrscheinlich auch so dick geworden, das Album. Weil ich habe ja am Anfang schon gesagt. Wobei, am Ende, nein, wobei doch nicht. Hier hinten steht nämlich 262 bis 270. Hm? Das verstehe ich, ich muss gerade nochmal gucken. Das verstehe ich gerade nicht. Das sind alles hier so kleine Aufkleber, die hier drauf sind. Die kann man, glaube ich, auch dann abmachen, wenn man die nicht will. Aber ich muss gucken, weil im Sammlermagazin steht ja hinten drin, es gibt 468 Karten, aber hier auf der letzten Seite steht Nummerierung 262 bis 270. Also man muss schon doppelseitig einsortieren, was für mich auch mehr Sinn macht, weil die meisten Teams haben ja entweder 9 oder 18 Karten und dann will man die schon so auf einer Doppelseite haben. Finde ich selber auch nice und besser, aber dann verstehe ich die Nummerierung nicht. Also die Nummerierung finde ich cool. Ich finde auch cool, dass das hier schon so vornherein drauf ist. Und auch als Sticker, dass man es theoretisch, glaube ich, wieder abmachen kann. Aber ich verstehe es nicht so ganz. Also
ja. Aber an sich ganz nice. Und jetzt kommen wir zu den Karten. Da haben wir die erste Special-Karte. Das ist Manuel Neuer. Wir haben eben gesehen, das ist die beste Goldstopper-Karte, die es gibt. Vor Courtois und der Herr. Richtig nice. Den Code werde ich selber einlösen. Aber wie gesagt, am Anfang werden wir selber einlösen, die Codes. Und dann, sage ich mal, in so ein, zwei Wochen, wenn wir dann selber unser gutes Team, sage ich mal, bei der Online-Challenge, weil wir spielen das natürlich auch selber und dazu will ich auch ein paar Videos bringen. Erstmal wollen wir natürlich unser eigenes gutes Team bilden, danach geben wir tausende Codes an euch raus. Und die Limi ist Kevin De Bruyne. Richtig nice. Die kleine Ecke, naja, aber ist nicht so schlimm. Und von den Werten her 91 Angriff, 96 Control. Das ist natürlich stark. Kevin De Bruyne, die sieht auch mega geil aus. Golden und dann hier rot im Hintergrund, finde ich nice. Und dann haben wir hier noch vier Päckchen. Vier Promo-Packs. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, mein anderes Video, eine anderen Videos, das sind die drei verschiedenen Variationen. Wobei, nein, wir haben nur zwei. Es gibt noch eine dritte. Bei der dritten gibt es dann auch einen deutschen Spieler drauf. Ich glaube, es ist Draxler oder so. Das hätte ich vorher nachgucken sollen. Auf jeden Fall hier einmal Ronaldo, einmal Messi. Und hier haben wir heute dreimal Messi. Hört sich gut an, finde ich. Dreimal Messi, wenn dann Messi vielleicht auch drin ist. Und dann fangen wir auch gleich an. Video ist schon lang genug jetzt. länger als ich gedacht habe. Mehdi Taremi oder Taremi von Iran. Biglia von Argentinien. Koke von Spanien, Felipe Luis von Brasilien, dann eine Special-Karte und Vecino von Uruguay. Und die Special-Karte ist Granit Xhaka, Ex-Bundesliga-Spieler, jetzt schon einige Zeit bei Arsenal, hier im Schweizer National-Trikot. 86 Control, nice Karte, hier Fans-Favorite, die gefallen mir sehr, sehr gut. Also Special-Karten sind wieder mal top. Ich finde generell auch das Design der Basiskarten, habe ich ja im letzten Video auch schon gesagt, finde ich eigentlich auch ganz nice. Hier haben wir Hector Moreno, war glaube ich mal bei Eindhoven, weiß aber nicht mehr, ob der immer noch da spielt. Dann haben wir Miranchuk von Russland, Diego Godin, stark, 85 Verteidigung von Uruguay, José Font von Portugal, dann Lucas Digne von Frankreich und die Special-Karte ist Adam Lallana, wieder ein Fans-Favorite, also von England diesmal. 87 Control, auch eine starke Karte. Nächstes Pack. Da haben wir Ramadan Sobi von Ägypten, die dabei sind. Ousmane Dembélé, Ex-Dortmunder, jetzt natürlich bei Barcelona. Armando Cooper von Panama, richtig nice. Also, weil ich auch gut finde, dass Panini alle 32 Teams in die Serie gepackt hat. Das war ja, glaube ich, bei der letzten WM war es das, glaube ich, auch schon so, aber bei der WM 2010 war es, glaube ich, noch nicht so. Finde ich auf jeden Fall cool, weil da sind alle repräsentiert. Dann Lamine Gassama von Senegal. Dann haben wir wieder eine Special-Karte. Und Mauro Icardi von Inter Mailand. Und hier Argentinien, 87 Angriff. Starke, starke Karte. Und die Special-Karte ist ein Goldstopper. Rui Patricio vom aktuellen amtierenden Europameister. Rui Patricio 89, natürlich ein bisschen schlechter als Neuer. Kann man nicht anders erwarten, aber auf jeden Fall nice. Bin gespannt, was Portugal bei der WM machen kann als amtierender Europameister. Sind sicherlich einer der Mitfavoriten, aber ich sehe die nicht auf einem Level wie Deutschland oder Spanien, Brasilien und so. Das finde ich sind die großen Favoriten. Da haben wir Joel Campbell. Bei dem bin ich mir gar nicht sicher, wo der spielt. Der hat mal in England gespielt nach der WM, wo Costa Rica auch ganz stark war. Ist er, glaube ich, zu Arsenal. Hat dann in Griechenland, glaube ich, mal gespielt, aber ich weiß nicht, wo er gerade spielt. Dann Thiago, richtig nice, von Spanien und natürlich dem FC Bayern. Dann Kim Jung-Wok, William Drost Ekong von Nigeria. Dann haben wir Smolnikov, natürlich von Russland. Und die Special-Karte ist ein Fans-Favorite, John Obi Mikel, nigerianische Legende, kann man schon sagen. Richtig, richtig starker Spieler. Mittlerweile eher am Ende seiner Karriere. Also das waren die Special-Karten aus den vier Packs. Ein
Goalstopper 3 Fans Favorite. Dann noch Manuel Neuer und Kevin De Bruyne Limited Edition. Das war's dann auch schon mit dem Video. Also wie gesagt, Link zum Panini Shop in der Videobeschreibung. Also wie gesagt, da gibt's die Päckchen einmal für weniger Geld und ihr bekommt 4 Limis dazu zum Display. Ich denke, das ist ein guter Deal und besonders jetzt am Anfang, wo die Karten neu rausgekommen sind, braucht jeder sowieso Packs. Deswegen könnt ihr die euch da kaufen und natürlich wie gesagt der Link beziehungsweise der Link zum Online-Spiel und natürlich unser Code. Und ja, das war's. Wir sehen uns in den nächsten Tagen mit weiteren WM-Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, 100 Likes wäre richtig geil, wenn wir die schaffen. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Ballis United. Ciao!